Wie findet eigentlich Publisher, die Firmen, die Spiele herausbringen, die verlegen und verkaufen? Wie finden die schöne neue Spiele? Wie finden die Entwickler, mit denen sie gerne zusammenarbeiten wollen und Spiele, wo sie sagen, die lohnen sich für uns finanziell, aber die lohnen sich auch für uns inhaltlich. Damit können wir Spielern eine Freude machen und trotzdem unser Geld verdienen. Darüber würde ich gerne mit jemand reden, für den das tägliche Brot ist, solche Entwickler und solche Spiele zu finden und der kürzlich sogar in die USA gereist ist, um da neue Spiele und neue Entwickler für sich zu finden. Das ist der Florian Emmerich von Eurovideum in München. Wir kennen uns schon eine ganze Weile, weil etliche Spiele, die du mitvertrittst, die finden sich bei mir auch auf dem YouTube-Kanal. Ich bin Writing Bull, ich bin YouTuber, ich bin spezialisiert auf Strategiespiele und habe diese Interviewreihe hier, Smalltalk, wo ich öfters mal mit Leuten Hintergrundgespräche führe über Spiele und Spielekultur und auch über das Spielebusiness. Wir hatten beispielsweise auf meinem Kanal, hatte ich Die Zwerge und The Mandate bereits, Spiele, wo ihr als Publisher arbeitet oder auch Spiele, wo ihr als deutsche sogenannte Vertriebsdienstleister aufgetreten seid, wie Age of Wonders 3 oder Pandora First Contact. Das heißt, das sind Spiele, wo ihr für andere Publisher das Marketing macht, die in Deutschland herausbringt, die PR erledigt und so weiter. Du hast vorher gearbeitet als Spieleredakteur bei BAFT, bist jetzt seit 2013 zuständig bei Eurovideo für den Bereich Spiele. Es gibt einen Anlass für unser Gespräch. Du warst kürzlich in San Francisco in den USA bei der GDC. Das ist eine jährlich stattfindende Veranstaltung für die Entwickler von Computerspielen, aber auch für die Leute, die ihre Spiele vermarkten, die Game Developers Conference. Und das ist so eine Art jährliches Klassentreffen, wo man viele Leute trifft, die man sonst unter dem Jahr nicht sieht, aber wo es vor allem natürlich auch darum geht, Spiele zu finden und Entwickler und mit denen man dann zusammenkommt. Wie läuft sowas ab? Es gibt die GDC, das ist die, wie du schon sagst, die Game Developers Conference, die üblicherweise in San Francisco stattfindet seit vielen Jahren. Und dort trifft man zwar auch auf Entwickler, dort werden aber sehr, sehr viele Panels gehalten. Sprich, da halten Entwickler Vorträge, erklären den Jungspunden vor Ort, wie man ein Spiel richtig designt oder was das beste neue Free-to-Play-Monetization-Model ist und solche Geschichten. Und auf dieser Games Developers Conference sind wir in der Tat relativ wenig unterwegs. Es ist aber parallel dazu, oder wegen mir berieten das schon ein, zwei Tage vorher, eine Veranstaltung, die für uns sehr interessant ist. Das nennt sich die Game Connection. Auch davon gibt es den Ableger in Europa. Ich glaube, der ist in Paris, wenn ich mich recht erinnere. Und auf der ist halt für uns, wie der Name schon sagt, Connection. Da geht es halt eben darum, Leute kennenzulernen und eben Connections zu schließen, möglichst Verträge schon mal zu überreden und zu schauen, mit wem man denn zusammenarbeiten könnte. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit oder laufen da auch so stinknormale Fans herum und suchen den direkten Kontakt? Nee, also auf der Game Connection ist tatsächlich eine Business-Veranstaltung, ne, eben genau dafür da, um Leute kennenzulernen, die dann möglicherweise Geschäfte miteinander machen. Und da haben halt die Fans im Endeffekt nicht viel zu suchen, weil das sind auch meistens, ganz, ganz oft ist es so, dass du gar kein fertiges Spiel, geschweige denn überhaupt irgendein Spiel präsentiert kriegst. Das wäre also, sag ich mal, für den normalen Fan, ließe sich bestimmt von der Idee begeistern, aber der würde da halt nicht viel anfangen können, weil dann im Zweifel noch 2-3 Jahre warten muss, bis das Produkt überhaupt auf den Markt kommt. Heutzutage läuft ja wahnsinnig viel an geschäftlicher Kommunikation über das Internet ab. Eigentlich kann man ja mit Leuten aus der ganzen Welt in Echtzeit auch vom Büroschreibtisch aus kommunizieren. Was bringt das direkte Treffen auf einem anderen Kontinent dir, was du übers Internet nicht bekommen kannst? Leute überhaupt kennenzulernen. Ich meine, ich kann jetzt nicht einfach auf Skype mal eintippen, Game Developer, und dann wird dann eine große Liste mit hunderten von Entwicklern kommen und dann vielleicht noch einschränken, ich hätte aber gerne das Spiel zu ungefähr den Vorstellungen. Das gibt es da nicht. Von daher muss man halt auf solche Messen im Endeffekt fliegen, um neue Leute kennenzulernen. Klar, man hat auch die Option für persönliche Kontakte, für diverse andere Treffen, wo sowas passieren kann. Aber diese Game Connection in San Francisco hat sich für uns als eine sehr lohnenswerte herausgestellt, in der Regel, also die Veranstaltung allgemein, jetzt nicht konkret die in diesem Jahr. Man muss sich das im Endeffekt vorstellen, ich finde es immer sehr schön im Vergleich, wie ein Developer-Speed-Dating. Du hast also wirklich einen riesengroßen Raum. Dieses Mal fand es lustigerweise in dem Baseballstadion der San Francisco Giants statt. Das heißt, oben über den Rängen, wo sonst das Publikum sitzt und die Mannschaften anfeuert, ist halt eine riesengroße Räumlichkeiten. Da kann halt sonst der normale Zuschauer seine Hotdogs kaufen oder aufs Klo gehen. Und das ist halt geschlossene Räumlichkeiten in dem Stadion. Und da saßen halt an vielen, vielen Tischen, ich glaube, es waren um die 200, saßen Entwickler aus aller Herren Länder.
Sei es von China über Brasilien bis Zimbabwe habe ich jetzt nicht gefunden, um das Z zu bedienen, aber doch ziemlich weit runter in der Liste der Buchstaben der Länder. Also im Endeffekt aus quasi vielen, vielen, vielen verschiedenen Nationen saßen da die Leute. Wie spontan läuft denn dieses Speed-Dating mit den Entwicklern ab? Also wie groß ist der Anteil von Terminen oder von Gesprächspartnern, die du dir vorher schon überlegst, wo man sich vielleicht auch verabredet? Und wie viel läuft da wirklich so ab, dass man da auf ein ganz neues Gesicht trifft und ohne irgendeinen Kontakt vorher gehabt zu haben und zu wissen, wofür der steht? Der Anteil, sag ich mal, ist kleiner als der Vorverabredete. Ich würde ihn so vielleicht bei 20% jetzt mal sagen, ohne konkrete Zahlen dafür vorliegen zu haben, einfach nur gefühlsmäßig, weil du hast für diese Veranstaltung gibt es vorab ein Tool, wo sich halt alle Leute, die dort sind, kurz präsentieren mit einem kleinen Text und wenn sie haben, irgendwelche Materialien schon zu ihrem Spiel. Und da filtere ich dann in der Regel sehr, sehr viel schon raus. Also wenn ich da lese, ey, wir sind ein Free-to-Play-Mobile-Titel aus dem asiatischen Markt, der irgendwie auf Anime-Mädchen und Match-Free-Game-Design setzt, dann weiß ich halt schon, naja, viel Glück, aber mit denen treffen wir uns halt eben nicht, ne, weil das halt einfach schlicht und ergreifend gar nicht in unser Portfolio passt. Wenn da einer halt schreibt, wir haben das AAA super geile neuer Shooter von John Carmack produziert und in Kooperation mit Disney, dann weiß ich da auch schon so, ja, die werden möglicherweise Geldsummen haben wollen, die wir nicht auf den Tisch legen können. Von daher würde ich solche Leute auch außen vor lassen. Was muss denn von Seiten der Entwickler geleistet werden, damit man sich Publishern doch präsentieren darf? Also müssen die beispielsweise einen Tisch für ihr Speed-Dating vorher buchen? Wie teuer ist das? Muss man so eine gewisse Mindestgröße als Entwicklerteam haben, auch eine finanzielle Mindestgröße, damit man sich das leisten kann, sich dort vorzustellen? Ich war jetzt geneigt zu sagen, nein. Aber weil also die Zahlen, die da aufgerufen werden, ich kenne sie nicht genau, weil wir selten so einen Tisch buchen, quasi noch nie. Aber ich glaube, das ist nicht sonderlich teuer. Also da wird es bestimmt um ein paar tausend Dollar gehen. Ja, sonst kriegt man das nicht. Aber es ist mit Sicherheit nicht fünfstellig und auch jetzt keine Summen, wo man sein Haus verkaufen muss. Von daher denke ich mal, das kann sich auch ein kleines Studio mit Ambitionen zumindest leisten. Wer halt sagt, ich habe jetzt eh schon ein kleines Team, wir haben schon mal einen Prototypen entwickelt oder zumindest ein sehr detailliertes Konzept. Dafür braucht man eh schon Geld und Leute. Und wer so den Schritt schon gemacht hat, der kann sich dann auch sowas leisten. Das, was dann dort passiert an diesen Tischen beim Speed-Dating, das nennt man im Fachausdruck Pitchen. Das heißt, die Entwickler, die pitchen ihr Spiel, die geben eine Kurzvorstellung von dem, was sie dir bieten können, auf eine Weise, wo alle Fakten vermittelt werden, möglichst auch schon mit Bildmaterial, also nicht nur mit wohlfeilen Worten darüber, wie toll das ist, was man macht. Und andererseits müssen die Fakten drin sein, andererseits sollte das vielleicht auch so präsentiert sein, dass es auch ein gutes Verkaufsgespräch ist. Wie lange läuft so ein Termin ab und wie verläuft der üblicherweise? Ja, in der Regel sind es tatsächlich die 30 Minuten, deshalb eben Speed-Dating auch, ne, knapp eine halbe Stunde hast, dann geht's in der Regel zum nächsten. Und ja, das hast du gerade schon ganz gut umrissen, die sagen halt, hallo, wir sind die und die von da und da und das ist das, was wir euch zeigen wollen und dann zeigen sie das. Und natürlich stellen wir uns auch mal kurz vor und sagen nicht nur, ja, wir sind diese komischen Publisher, ihr wisst schon, sondern sagen halt kurz, was unsere Firma macht und was wir gemacht haben etc. Und ja, dann redet man halt über das Projekt, stellt mehr oder weniger gescheite Fragen zwischendrin. Und hofft halt, dass man da irgendwas findet, was für einen interessant sein könnte und dass die danach auch natürlich der Entwickler Erwartungen hat, die man als Publisher erfüllen kann. Also sei es jetzt, wie man PR und Marketing angeht, sei es aber auch, wie viel Geld man auf den Tisch legt. Ja, das ist natürlich auch klar. Weil sie gerade diese Investmentsummen werden da immer schon diskutiert, weil sonst ist es ja im Endeffekt auch müßig, wenn einer denkt, okay, wir kriegen das für 500.000 Dollar und die denken, ah, wir kriegen 5 Millionen von denen, dann braucht man eigentlich gar nicht groß weiterreden. Gehst du selber mit einer Checkliste in diese Gespräche rein, also entweder mit einer ausgedruckten oder einfach nur einer aus der Erfahrung, einer, die du im Kopf hast und wo du dann Punkte abratterst, also so Dinge zum Beispiel, welche Genre, welche Firma kenne ich die, haben die Projekte, die mir gefallen haben, was sind das für Personen, wirken die auf mich zuverlässig, habe ich vielleicht schon mal vorab mich über die kundig gemacht, ob die zuverlässig sind und so weiter. Genau, das sind tatsächlich einige Faktoren bei gewesen, die ich dann im Gespräch vor Ort schon berücksichtige. Also haben die erstens, das Genre ist natürlich relativ spannend, dann haben die eine klare Vorstellung von dem, was sie machen wollen.
oder drucksen die so rum und sagen, ja, wir machen da so ein Echtzeitstrategiespiel, ne, so Sci-Fi, ihr wisst schon, und so 3 Fraktionen hatten wir uns gedacht, vielleicht auch 4, und ja, Aliens gegen Menschen ist ja voll geil, und dann denkst du halt schon, okay, ne, und wenn die halt ein schlüssiges Konzept haben und in der Regel halt hoffentlich auch schon Prototypen oder irgendwas Demo-mäßiges zumindest, ja, dann hilft das schon sehr. Danach ist der persönliche Eindruck der Personen vor Ort sehr wichtig, das stimmt schon, ja, wenn man das denkt, okay, der ist irgendwie bisschen fahrig oder der weiß gar nicht so genau, was er da macht, oder er ist sehr überheblich und arrogant, das gibt's teilweise auch, dann muss die Chemie tatsächlich stimmen. Das ist, mag also jetzt nicht sehr rational sein, ja, aber wenn der Gegenüber schon per se unsympathisch erscheint, wir sind auch immer zu zweit da, und deshalb ist es ganz gut, wenn er halt, der eine sagt, ich finde den total nett, und der andere sagt, ich finde den total doof, da kann man sich trotzdem noch drauf einigen, mit dem zu reden. Aber wenn beide sagen, oh, der ist aber sehr unsympathisch und dazu noch die Idee nicht sonderlich überzeugend ist, ja, dann macht man es in der Regel nicht. Hätte der jetzt eine brillante Idee und er wäre trotzdem nicht freundlich, dann würden wir wahrscheinlich trotzdem die Zähne zusammenbeißen und sagen, gut, das kriegen wir dann trotzdem hin. Ist aber auch noch nicht vorgekommen. Also in der Regel kommt man da sich so halbwegs auf dem gleichen Level. Die Chemie passt da in der Regel ganz gut eigentlich, finde ich immer. Und sonstige Kriterien sind natürlich so, wie sieht das Ding aus? Also seine entweder eben sein Prototyp oder die Vision seiner Art, wollte ich jetzt schon fast sagen, seiner Grafik etc. und eben der grafischen Ausrichtung des Spiels. Ja, da musst du auch ein bisschen gucken im Vergleich zur Konkurrenz. Hilft ja nichts, sag ich mal, wenn du irgendwie ein Spiel hast, was aussieht wie 2002 und das muss dann 2017, 2018 gegen ein paar größere andere antreten, dann ist es halt echt schwierig, sowas noch vernünftig auf den Markt zu bringen. Und es sei denn natürlich, du hast halt ein brillantes Spielkonzept dahinter. Da gibt ja immer wieder die kleinen schönen Beispiele, die Steam-Charts dominieren, wo halt ein ganz simple Grafik, aber trotzdem brillantes Spielprinzip dahinter steckt. Ja, das zu finden ist immer schwer. 30 Minuten klingt relativ lange für ein Gespräch, aber wenn man sich überlegt, was da dranhängt, nämlich die Entscheidung, ob man längerfristig zusammenarbeitet und auch die Summen, die dann bewegt werden, dann ist das ja eigentlich ein relativ kurzer Zeitraum für ein erstes Gespräch und dafür, dass man dann ein begründetes Vorurteil darüber entwickelt, ob das okay war oder nicht. Hast du schon mal erlebt im Nachhinein, dass dir jemand ein Spiel vorgestellt hast und du hast gesagt, nee, mach ich doch lieber nicht, halte ich Abstand von, und hast später gemerkt, oh, der hat's der Konkurrenz verkauft und das war saugut, da ist mir echt was durch die Lappen gegangen? Ja, ständig. Das ist in der Tat, passiert sowas öfter. Ja, ich meine, die kommen alle irgendwo unter, ne, meistens zumindest. Also, dass ein Spiel so gar nicht rauskommt, kriegt man nicht mit. Und ich muss auch gestehen, insgeheim freut man sich dann, wenn sie tatsächlich zu einem direkten Konkurrenten gehen, das dann da nicht so gut läuft. Ansonsten haben wir mit vielen Leuten aus unterschiedlichen Gründen verhandelt und es dann nicht zu Abschlüssen gekommen. Sei es, dass die, zum Beispiel ein schönes Beispiel war ein Entwickler aus Belgien, die ein sehr, sehr schönes Spiel gemacht hatten. Das nannte sich Wolfie, ist so ein Side-Scrolling-Action-Spiel, also W-O-O-L-F-E, ist, glaube ich, vor einem guten Jahr oder so erschienen. Und die waren total nett und haben dann nicht mit uns zusammengearbeitet, weil sie einen großen Batzen Geld von der belgischen Regierung bekommen haben. Nur Funding einfach, eine Förderung. Und dann lief das Spiel leider sehr schlecht, sodass sie das Studio schließen mussten. Und wir haben den jungen Mann, der mit damals gesprochen hat, und dann nochmal gesehen. Und da sah er aus, als wäre er mindestens 15 Jahre gealtert, weil er eben seine ganze Belegschaft rauswerfen musste und solche Geschichten. Das war eine ziemlich traurige Geschichte dann. Aber sowas kommt eben vor. Ne? Das kann man natürlich auch nicht garantieren, dass wir es besser hingekriegt hätten, aber naja, gehofft haben wir es natürlich schon. Und solche Geschichten gibt's immer wieder, genau wie das Gegenteil, wo du halt sagst, ah, das gefällt uns aber nicht so. Und dann guckst du halt 1-2 Jahre später irgendwie die Zahlen und siehst, oh, 1 Million Stück verkauft. Naja, hätte uns das doch mal besser gefallen. Aber gut, das ist halt, genau das ist ja, sag ich mal, der schmale Grat zwischen ich mach's richtig und ich mach's falsch. Und aus Fehlern lernt man halt dann. Wenn Spieler sich überlegen, will ich ein Computerspiel ein neues kaufen oder nicht, dann lassen wir uns oft blenden von YouTube-Filmen oder von Intros, also von bewegten Bildern, wo dann vielleicht auch viel Geld reingesteckt worden ist, vor allem in die Intros, um Leute zu ködern, wo man dann oft im Nachhinein erst merkt, oh ja, ich habe mich begeistern lassen und das Gameplay, das ist dann doch nicht ganz so gut, wie ich gehofft hatte. Wovon lassen sich Publisher-Profis blenden bei solchen Gesprächen beim Speed-Dating? Tatsächlich von großen und umfangreichen Ideen, würde ich sagen. Das ist etwas, wenn die es dann überzeugend präsentieren. Ja, ich meine, du musst da ja keine Entscheidung treffen, das ist das Gute. Das ist ja kein Flohmarkt, wo du sagst, ich kaufe das jetzt oder nicht und gehe dann weiter, sondern du
besprichst ja erstmal nur, ob du weiter verhandelst. Das ist eigentlich die Entscheidung, die da fällt. Ob man sich nochmal trifft, ob man nochmal E-Mails austauscht, nochmal ein paar Skype-Calls mit Videokonferenzen und so weiter macht und so weiter und so fort. Und bevor wir tatsächlich einen Vertrag unterschreiben, fliegen wir halt immer in der Regel hin, egal wo diese Studios sitzen, gucken uns das Studio an, wie das da ausschaut, reden in der Regel mit den meisten Leuten, die da so sind, also nicht auch nur mit den Herren CEO und CFO oder sowas, sondern halt auch mal vielleicht mit dem Team. Das ist ja bei Indie-Studios auch durchaus simpel, weil das oft in Personalunion stattfindet. Da ist halt dann der Geschäftsführer auch gleichzeitig der Chefentwickler und der Finanzchef auch gleichzeitig halt eben der Grafiker oder sowas. Von daher geht das dann. Aber ja, es ist natürlich, auch da kann Blendung, sage ich mal, stattfinden. Ne? Das kennen wahrscheinlich viele Publisher. Das sind dann ganz oft die Projekte, die nachher eingestellt werden. Und wo es dann immer heißt, ah, dieser Drecks-Publisher hat das Spiel eingestellt, wie konnten sie nur? Ich kannte das aus meiner Journalisten- oder aktiven Spielerzeit, kenne ich diese Einstellung ganz gut. Seitdem ich das selber mache, kann ich es teilweise nachvollziehen. Nicht immer, ne, aber oft weiß ich halt auch, dass da ganz, ganz viele harte Entscheidungen hinterstecken, die halt eben auch bedeuten, naja, irgendwann muss man so ein Ding leider einstellen und im Falle von großen Publishern halt eben dann auch ein Studio schließen. Bei solchen Spielen, wo man potenziell sich blenden lässt oder sich einfangen lässt, gibt es da sowas wie zumindest bisweilen Solidarität zwischen Publisher-Kollegen, also gute Kollegen bei anderen Firmen, wo man sich schon mal beiseite nimmt und sagt, hör mal, ich war eben an dem Tisch bei dem Typ da drüben, fast bin ich drauf reingefallen, pass auf, wenn du rübergehst. Ja, das auf jeden Fall. Also gerade, ich sag mal, in der deutschen Publisher-Landschaft ist das, ich will jetzt nicht sagen, ein freundschaftliches Verhältnis zwischen allen da, man ist ja schließlich Konkurrent. Aber gerade wenn man jetzt mal nicht zwei direkt miteinander konkurrierende Titel hat, dann hilft man sich durchaus aus. Ja, es gibt also Kontakte zu anderen Publishern, die auch da mal sagen, hey, wir haben jetzt gerade in unser Portfolio keinen Platz mehr für den Titel, finden den aber ganz cool, wäre der nicht was für euch. Oder man fragt halt mal einen befreundeten Producer und sagt, hier, kannst du das Ding mal angucken? Sieht das für dich koscher aus? Und solche Geschichten. Das ist durchaus möglich. Ich will jetzt nicht für alle Publisher in Deutschland sprechen und sagen, dass es gang und gäbe ist, aber man hat die Kontakte aus früheren Zeiten zum Beispiel ja auch. Dann wäre es ja auch komisch, die nicht zu nutzen irgendwie. Wenn ihr dann tatsächlich mit den Leuten einig geworden seid, wenn der Besuch dann vor Ort, der sich an das erste Treffen anschließt, wenn er zufriedenstellend gelaufen ist, wenn die Verträge unterzeichnet worden sind. Was passiert in den Monaten oder manchmal auch Jahren bis zum Release? Wie viel gebt ihr vor den Entwicklern an konkreten Vorgaben und wie viel Spielraum haben die wiederum? Hier kann ich jetzt nur für uns sprechen, nicht für Publisher im Allgemeinen, weil es da sich immer anders verhält. Wir geben denen sehr, sehr wenig vor, quasi gar nichts. Die einzige strenge Bedingung, die wir jedes Mal stellen, ist keine Hakenkreuze im Spiel, bitte. Weil das halt unseren Markt schlicht und ergreifend verhageln würde mit Indizierungen und so weiter. Und wir als Deutsche können das halt nicht so gut haben, wenn wir in Deutschland nicht verkaufen können. aber ansonsten hält sich das sehr, sehr schwer in Grenzen. Wir sagen also wirklich, der kreative Teil, ne, der muss eigentlich beim Entwickler liegen. Das ist denen ihr Projekt. Das ist denen ihre Vision. Wir stehen gerne beratend zur Seite, sage ich mal. Aber wir sind kein Publisher, der sagt, oh, die Marketingabteilung hat ausgerechnet, 2018 ist dieses Genre sehr populär und außerdem muss es immer 30-sekündige Zwischensequenzen geben und der Hauptcharakter sollte eine verwaiste Frau sein. Ja, das machen wir halt überhaupt nicht. Ne, weil mit sowas können wir nicht viel anfangen und wir sind auch einfach schlicht und ergreifend zugegeben nicht so kreativ, ja, dass wir sowas könnten, sonst wären wir ja selber Entwickler und kein Publisher. Das ist ja schließlich auch die Arbeitsteilung. Was haben denn umgekehrt die Entwickler von euch? Also was gebt ihr denen? Oder anders formuliert, wozu braucht man überhaupt einen Publisher? Was steuert ihr an Dienstleistung, an Know-how, an eigenen Anteilen bei, damit der Entwickler sagt, wir verzichten auf einen Teil des Geldes, des Profites, wir arbeiten mit ihnen zusammen und bekommen dafür was? Also das allerwichtigste Argument ist, glaube ich, in fast jedem Fall das Geld. Denn sie kriegen erstmal das Geld, um dieses Spiel überhaupt machen zu können. Man darf sich nicht vorstellen, dass jeder Entwickler, der auf solchen Messen sitzt, das etablierte Studio ist, was schon 7 Titel veröffentlicht hat und ein monatliches Geldeinkommen von x-Tausenden, wenn nicht Hunderttausenden von Dollar hat, ja. Sondern in der Regel sind es halt ein paar Indie-Entwickler, die jetzt sagen, so, wir machen jetzt gerade unser erstes, vielleicht unser zweites Spiel. Ja, und haben das und das vor, wir brauchen so und so viele Jahre dafür, um das fertig zu machen, oder wegen der Monate. Und das kostet pro Monat x-Tausend Euro, insgesamt also, keine Ahnung, 500.000, 600.000 Dollar oder Euro oder was auch immer. Und dann musst du halt als Publisher aber sagen, okay, das zahlen wir. Das heißt, du bezahlst erstmal die komplette Arbeitsleistung des Studios, dieses Spiel zu fertigzustellen überhaupt. Und dann kannst du es halt veröffentlichen. Was du dann halt noch machst, du sorgst dafür, dass du
das Spiel in all diesen Shops erscheint, wo es halt eben sein soll. Also von Steam über Good Old Games, die Humble Bundle Stores und die ganzen klitzekleinen, die es alle noch gibt, hier Greenman Gaming und wie tief runter man möchte, über Microsoft Store, PlayStation, Apple, je nachdem, wenn es irgendwie ein Mobile-Titel ist oder auf Macintosh läuft. Der ganze Spuk ist, dass es in den Läden steht, also als eine Box produziert wird, dass diese Box auch verschifft wird und in die Läden gebracht wird etc. Das ist auch recht umfangreich, weil du jeden Mediamarkt quasi einzeln ansteuern musst und sagen, hier, möchtest du mal 10 Spiele von dem und dem haben. Ansonsten natürlich PR und Marketing. Das heißt, wir haben, ich mache zum Teil die PR, also in Deutschland, im deutschsprachigen Raum, kümmere ich mich in der Regel darum. Und dann haben wir halt einige Agenturen, die für uns arbeiten im Ausland, also Russland, Amerika, England, solche Sachen. Und das ist halt ein PR-Netzwerk, was man denen halt zur Verfügung stellt. Das, ne, hätten die sonst auch nicht und müssten es halt teuer bezahlen, wenn die selber zu den Agenturen gehen und die für sie arbeiten lassen. Und halt eben Marketing. Da ist es viel Beratung und Abstimmung miteinander, aber auch da wieder Geld. Wenn du halt sagst, ich mache jetzt eine Werbebuchung irgendwo für, was ich, $15,000 eine Bannerwerbung irgendwo, das macht halt dann der Publisher. Dafür ist er ja da. Was ja sehr das den Markt beeinflusst hat in den letzten Jahren, das war zum einen Kickstarter und zum anderen die Möglichkeit, über Steam direkt als Entwickler Spiele zu vertreiben oder da auch in den Early Access zu gehen, also unfertige Versionen früher rauszubringen und dafür früher auch Geld zu bekommen. Und diejenigen, die das Spiel kaufen, vorab kaufen, die können dann auch die das halt früher spielen und bekommen irgendwann, das ist dann im Preis inbegriffen, auch die fertige Version. Solche Dinge, also sowohl Early Access als auch Kickstarter, sind das Instrumente, die ihr als eure Video auch nutzt? Ja, ganz einfach. Also es sind gute Möglichkeiten, können es sein. Gerade im Early Access haben wir letztes Jahr ein Spiel rausgebracht, ein Action-Rollenspiel. Nennt sich Viktor Vran, damit ich hier ein bisschen Werbung machen darf. Und da hat uns der Early Access sehr, sehr viel geholfen, in dem Sinne, dass das halt eine Möglichkeit war, das Spiel schon an die Leute zu bringen und die dann viel Feedback gegeben haben. Wir gehen da mit einer klaren Vision jedes Mal in diesen Early Access. Also wir geben von vornherein vor, das und das und das werden wir im Rahmen des Early Access veröffentlichen an Updates. Ja, die kommen dann auch in der Regel relativ häufige und viele Updates, dass die Spieler halt auch merken, da passiert überhaupt was in dem Spiel. Und wir wissen auch von vornherein genau, wie lange wir im Early Access bleiben wollen. Ja, das kann sich maximal um einen Monat mal verschieben, sollten wieder erwarten große Probleme auftreffen. Aber wir sind absolut keine Fans von diesen, ja, wir gehen jetzt mal in Early Access und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht in 2 Jahren das Spiel fertig haben oder sowas. Das gibt's ja durchaus, diese negativen Beispiele, die ich auch sehr schlecht finde, selbst als, ich bin ja weiterhin Spieler und Konsument, gerade auch bei Kickstarter. Und Kickstarter nutzen wir jetzt, sag ich mal, als Publisher zum einen selten. Ne? Es gibt halt, wir arbeiten mit King Arthur an die Zwerge, die haben total gerne diesen Kickstarter machen wollen. Und da haben wir uns halt nicht entgegengestellt, warum auch. Ich selber bin großer Kickstarter-Fan. Ich habe da, glaube ich, jetzt privat ungefähr 80 oder vielleicht 90 Projekte mittlerweile schon unterstützt und bisher so einen Großteil der Keys auch erhalten. Da bin ich ganz happy drum. Aber ansonsten ist Kickstarter natürlich auch eine Möglichkeit, um Kontakte wieder zu knüpfen. Also ich mache durchaus mal die sogenannte Kaltakquise via Kickstarter. Kann auch funktionieren. Ja, aber es... Kickstarter wird ja oft auch auf ganz unterschiedliche Weisen genutzt. Zum einen geht es dann den Spielefirmen tatsächlich darum, Geld zu bekommen und die brauchen das Geld auch tatsächlich, um das Spiel überhaupt zu Ende zu bringen. Andere wiederum benutzen das, ich habe so den Eindruck, das ist auch ein Trend, der sich immer mehr durchsetzt, um als eine Art PR-Instrument. Dann verkündet man irgendwelche Bonusziele, lässt sich die halt dann darüber finanzieren und benutzt einfach diese mittlerweile doch sehr populäre Plattform Kickstarter dafür, um noch ein bisschen extra PR zu betreiben. Wie nutzt ihr das? Kickstarter ist natürlich populär, da hast du recht, aber es hat in den letzten Jahren eine ganze Menge an Reputation eingebüßt. Also ich sag mal, die goldenen Zeiten sind sowohl im Early Access und wie bei Steam als auch auf Kickstarter im Endeffekt vorbei. Die Leute sind jetzt sehr viel kritischer, was Kickstarter-Projekte angeht und backen damit längst nicht mehr, Ausnahmen bestätigen die Regel, aber backen längst nicht mehr so hohe Summen, wie es vor ein paar Jahren noch der Fall war. Ja, da hat bestimmt auch einer der ersten Projekte dazu beigetragen, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber ich erinnere mich gerne an den freundlichen, legendären Entwickler, der in einem Video Geldscheine verbrannt hat, das kam, glaube ich, gar nicht gut an. Oder halt, es gibt ja auch so negative Beispiele wie die Entwickler, die das Kickstarter-Geld in wahrsten Sinne des Wortes Koks und Nutten investiert haben. Das, naja, deshalb muss man Kickstarter auch mit Vorsicht genießen. Das als reines Marketing-Tool zu sehen, fände ich fürs falsch. Zum anderen
Es gab ja hier und da so ein Beispiel, sage ich mal gerade, wo es mir ein bisschen sauer aufstieß, wo ein riesengroßer Publisher das eben genutzt hat als reines Marketing-Tool. Darüber lässt sich sicherlich streiten. Für mittlere und kleinere Firmen, finde ich, ist es ein adäquates Tool, denn die Spieler kriegen ja auch, also die Backer bekommen ja auch was dafür. Ist ja nicht so, dass die jetzt einfach hingehen und ihr Geld irgendwo hinfeuern und dann ist das weg. Ja, sondern du weißt ja genau, ich kriege mein Spiel und ich habe es billiger bekommen, als es später im Laden steht und ich habe mir vielleicht noch, weil ich mehr gespendet habe, folgende x lustigen Boni gesichert, ja. Kann ja ganz, ganz coole Sachen sein, dass ich bin im Spiel dabei oder solche Geschichten, da gibt's ja in jedem Kickstarter-Projekt eine Menge interessanter Sachen, die man unterstützen kann und von daher halte ich das für recht legitim. Aus meiner Kundensicht wiederum wäre es für mich so, wenn ich weiß, da steckt irgendwie noch ein Publisher mit drin in der Geschichte, ja, und das Spiel ist quasi, wird sowieso finanziert, ja, es wird auf jeden Fall ein Spiel geben, habe ich da ja eine gewisse Sicherheit schon mal. Ich weiß, ich kriege das Spiel, ich habe es jetzt gekauft, quasi schon per Kickstarter, wenn man so möchte, also habe ich quasi eine Garantie, dass ich es irgendwann kriege. Und es gibt ja leider hier und da ein Kickstarter-Projekte, wo das eben nicht der Fall ist. Die Leute backen was und dann nach 2 Jahren kommt die traurige E-Mail, sorry, wir schaffen es nicht, lebt wohl. Danke für nichts. Ne? Beim Speed-Dating zu Beginn, da lernt er die Leute kennen, dann kommt das Gespräch vor Ort in den Firmen, man lernt sich kennen, man unterschreibt, dann läuft die Phase, wo die Entwickler weitestgehend alleine ihr Spiel vorantreiben und dann kommt allmählich der Zeitpunkt des Release und dann kommt auch der Zeitpunkt, wo alle Terminpläne letztlich finalisiert werden im Release-Tag. Es passiert ja so oft, dass man als Spieler ein Spiel bekommt und man merkt ihm an, er hatte noch ein bisschen Zeit gefehlt. Dann noch am Schluss so eine Phase mit Bugfixing, Balancing, Multiplayer-Probleme in letzter Sekunde noch beheben. Hätte dem Spiel eigentlich gut getan. Und dann kriegt man oft mit, dass dann von Firmenseite, vor allem von Entwicklerseite aus gesagt wird, ja, hätten wir gerne, aber hinter vorgehaltener Hand, da hat der Publisher Druck gemacht. Wir hatten einfach keine Zeit mehr. Kann das euch auch passieren? In der Theorie ja. Ganz kurz eine Sache noch. Die Studios sind mitnichten in der Entwicklungszeit alleine. Das heißt, der Publisher fliegt in der Regel ständig hin und kontrolliert, was die machen, oder lässt sich halt einen aktuellen Bild schicken, je nachdem, wo die halt sitzen, etc. Also wir nennen das schlicht und ergreifend bei uns Milestone-Abnahmen. Du vereinbarst also im Vertrag eine Vielzahl von Terminen, bis zu dem bestimmte Elemente des Spiels fertig sein müssen oder in einem gewissen Fortschritt zumindest gehabt haben. Ja, und das kontrollierst du selbstverständlich, damit du halt immer zwischendurch sagen kannst, hier läuft was aus dem Ruder, das dauert zu lange, er hat nicht den Qualitätsanspruch, den wir davon erwarten, etc. pipapo. Also in der Richtung kann man als Publisher da selbstverständlich Einfluss nehmen. Im Endeffekt, du hast das Ding bezahlt als Publisher, ne? Und du wirst es bezahlen. Mhm. Ja, die Zahlungen sind oft an diese Milestones gekoppelt, dass man so also auch eine gewisse Motivationshebel für die Entwicklerstudios hat, also von wegen, macht eure Arbeit gescheit, sonst gibt's kein Geld. Und sowas kann eben dazu führen, in der Zwischenzeit, dass man irgendwann erkennt, okay, die kriegen das Projekt nicht hin. So hart das ist, ja, wenn man, was ich, den 5. Milestone irgendwie verfehlt hat, sag ich mal, die brauchen immer länger und die Qualität ist längst nicht so, wie man es von Anfang an vereinbart hatte und wie man es erwartet hätte, sondern es ist viel, viel schlechter und dann kommen die Feature-Streichungen hier und dann wird das rausgenommen und das wird verzögert nochmal und das kriegen sie gar nicht hin und solche Geschichten, dann muss tatsächlich irgendwann ein Publisher auch sagen, so, ich habe jetzt bisher, einfach mal fiktiv, ich habe jetzt 500.000 Euro reingesteckt, stecke ich jetzt nochmal 500.000 Euro rein, damit der Spaß fertig wird und kriege ich die überhaupt am Markt dann später wieder refinanziert. Ja, ganz einfache Überlegung, ob das Sinn macht. Und dann am Ende des Tages sind Publisher halt Geschäftsleute und wenn du halt feststellst, okay, ich kann da jetzt immer noch weiter Geld reinpumpen, aber ich verliere es im Zweifel und kriege es auch im Zweifel nie wieder rein, dann muss halt irgendwann jeder Geschäftsmann auch sagen, nee, das hat keinen Sinn. Ja, es wird man aus anderen Branchen genauso kennen wie eben bei Games. Weiß ich, wenn mein gute alte Autofirma Honda zum Beispiel hat die Produktion des Accord einfach eingestellt, den ich gerne gefahren habe, aber der verkauft er sich halt nicht mehr. Also haben die sich gedacht, checken wir noch ein paar Milliarden in die Entwicklung von einem brandneuen, supergeilen Accord oder lassen wir es einfach sein. Ergebnis, wir lassen es einfach sein. Ne? Wie oft passiert euch das in der Praxis, dass ihr Geld versenkt habt? Toi, 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 wo es Holz nicht draufklopfen kann, bisher noch gar nicht. Dann wünsche ich dir mal viel Glück, dass es weiterhin bei dieser guten Quote bleibt. Das war jetzt das Gespräch, das wir geführt haben über das Business, das Spielebusiness aus Sicht des Publishers. Mit Entwicklern habe ich auch gesprochen darüber, wie die das Business aus ihrer Sicht
Wahrnehmend mit drei Indie-Entwicklern von drei unterschiedlichen Spielefirmen habe ich ein gemeinsames Gespräch geführt. Das seht ihr in Kürze auch bei mir auf meinem YouTube-Kanal bei Writing Bull. Und dann haben wir die Runde dann komplett und haben von beiden Seiten aus das erlebt. Vielen Dank an dich, vielen Dank an Florian Emmerich von eurem Video. Fand ich persönlich sehr, sehr interessant und viel Glück, dass ihr weiterhin gutes Geld verdient und dass umgekehrt wir Spieler auch gute Spiele dafür bekommen. Dankeschön.